Susanne, ruf mich bitte sofort an, wenn du die Mailbox abgehört hast. Ich muss noch mal mit dir reden. Kuss. Ach, Süße. Wenn ich geahnt hätte, was für eine Aufregung ich mit meiner Bemerkung verursache. Dann hättest du sie dir gespart? Wohl kaum. Kannst du mir mal verraten, warum du Susanne und mich um jeden Preis auseinanderbringen willst? Meine Güte. Ich dachte halt, es wäre mal interessant zu sehen, wie Lars und Susanne auf so einen Vorschlag reagieren. Was geht dich das überhaupt an? Ich hab dir schon mal gesagt, dass du dich nicht in meine Ehe einzumischen hast. Ja, aber ich dachte... Das hast du mir versprochen! Schon vergessen? Ich wollte auf keinen Fall, dass du dich mit Susanne streitest. Und ich hoffe, du glaubst mir das. Ich wollte dir nur das ersparen, was ich durchmachen musste. Weil ich zu spät erkannt habe, dass meine Freundin auf Männer steht. Es tut mir ehrlich leid. Und jetzt komm. Lass uns einen Spaziergang machen, dann können wir uns beide ein bisschen ablenken. Nein. Es ist sehr bedauerlich für dich, dass deine Frau jetzt einen Mann heiratet. Aber bitte red mir nicht ein, dass ich dasselbe Problem hätte. Ich lasse nicht zu, dass du meine Ehe kaputt machst und deshalb verschwinde. Bitte? Wenn ich wieder runterkomme, will ich dich hier nicht mehr sehen. Ich bin froh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Ich hätte jetzt schwer alleine sein können. Naja, mir war eher nach Ruhe zumute. Also, wenn du lieber für dich wärst, ich... Nein, 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 entschuldige, so war das gar nicht gemeint. Ich musste das alles erstmal verdauen. Ja, das kann ich verstehen. Frederike ist krank. Ich meine, wie kommt sie auf die Idee, so etwas überhaupt vorzuschlagen? Carla ist meine Frau. Das Letzte, was ich tun würde, wäre, mit dir zu schlafen. Nee, die Idee, wir beide, ist ja völlig daneben. Okay, okay. Jetzt hab sogar ich kapiert, wie abwegig allein die Vorstellung für dich wäre. Was? Du weißt doch genau, was ich für dich empfinde. Und ich weiß, was du für mich empfindest. Okay, du hast mir klar gemacht, dass es zwecklos ist. Aber musst du mir das ständig unter die Nase reiben? Lars, ich hab nicht dran gedacht. Ja, wieso auch? Ich bin ja auch der Depp, der immer zur Stelle ist, wenn du ihn brauchst. Vergiss es. Jetzt lauf doch nicht gleich weg, Lars.